Ja, ihr habt alle recht, das ist bedauernswert, aber nichts, was uns jetzt wirklich hilft, würde ich behaupten. Nein. Was aber für uns eine wertvolle Information wäre, wäre die Frage, ob Paligan einzelne Archen hinausschickt, auf Missionen, die sie alleine erledigen sollen. Momente, wo sie sich angreifbar machen. Also ich habe auf alle Fälle jetzt gemeinsam mit den anderen Admirälen und Kapitänen so etwas wie nun einen Gürtel. Den werden sie sicherlich aber auch benutzt haben, um nun ja vorbeieilende Schiffe abzufangen. Aber wir haben eine eigene Kette, und zwar von Miamat nach Port Zornbrecht als auch nach Selem. In Selem selbst liegen zwar nicht viele Schiffe von uns, aber zumindest haben wir eine bestehende Meldekette, sodass wir von Port Zornbrecht und in einiger Umgebung auch über diese Meldekette relativ zügig unsere Nachrichten bekommen. Solange das Wetter konstant ist, kann ich diese Kette auch aufrechterhalten. Das wohl. Das ist nicht wenig wert. Eine gute Informationslage hilft uns auf jeden Fall, Entscheidungen begründet zu treffen. Nun, es gibt auch gute Nachrichten. Die Maraskaner sind zwar vollständig angereist, neben der Tiger von Maraskan und der Feuermal sind noch 2 Dutzend Talukken, Zedraken und Lorchas vom Shikanidat aufgetaucht. Zusammen selbstverständlich mit ihren Besatzungen. Nun ja, ich wollte euch auch nicht stören, aber diese Nachrichten, ich dachte, das würde euch interessieren, falls ihr noch in euren Planungen diese Informationen bräuchtet. Ja, vielen Dank. Nun dann, Swafnir mit euch, sie klopft Zulamin auf die Schulter und stapft dann wieder mit ihren schweren Stiefeln davon. Naja, was hält der Rest denn von euch von meinem Plan? Wir schlagen schnell zu mit unseren schnellsten Schiffen, decken 3, 4 von ihren Schiffen in Brand, hoffen dann eine der Archen rauszulocken, dann versuchen wir sie mit dem Horn außer Gefecht zu setzen und töten sie. Wir müssen, wie ihr mir das gesagt habt, darauf vorbereitet sein, mit der Dämonenleiche umzugehen. Abelmir und ich sind da gerade an einigen, sagen wir, kleinen Spielereien zugange, mit denen wir uns einen Vorteil verschaffen könnten. Ansonsten müssen wir selbstverständlich darauf achten, außerhalb der Reichweite der Plagenbringer? Des Schwarms, der Plagenbringer. Danke, des Schwarmes, der Plagenbringer zu bleiben. Wir können uns vermutlich auf die eine oder andere Weise der Auskundschaftung verlassen. Nichtsdestotrotz rate ich der Kapitän, an dieser Stelle hinreichende Vorkehrungen zu treffen, falls wir uns zumindest eine Weile gegen die Menschen zur Wehr setzen müssen. Ich nehme euren Bericht an, aber mir, dass ein großes Maß an Geschossen und Piken sich als adäquat erwiesen hat. Nun ja, das ist sicherlich hilfreich. Man muss das Herz zerstören oder den Steuermann erstechen. Nein, verzeiht, ich sprach über die Lagen. Die Lederschwingen ist ihr Name, genau. Die Chemie nehmen. Ja. Widerliche kleine Dinger. Ich muss euch sagen, ich sage immer, Chemerologie ist etwas für jene, die nicht beschwören können. Nun. Sind sie noch dämonisch genug, um, sagen wir mal, heiligen Boden zu scheuen? Nun, ich schätze mal nicht mehr in dieser Generation. In dieser Anzahl sind sie wahrscheinlich, nun, ich will nicht sagen, natürlich entstanden, aber durch Fortpflanzung wahrscheinlich entstanden. Das ist bedauerlich, das hätte uns sehr weitergeholfen. Naja, also ich vermute, wie viele Schiffe werden die denn ungefähr haben? Haben wir eine ungefähre Idee? 200. Haben wir irgendwelche Berichte, aus denen ich das ungefähr zusammenraten mir könnte? Ja, auch da nochmal die Kriegskunstprobe bitte, die du werfen kannst. Kannst du mir einmal meinen Charakter zuteilen? Wir könnten Gotongi hinschicken, aber es ist teuer und dauert. Sulamin schiebt dir einige Papiere rüber, weil also ein paar Sachen wissen wir auf jeden Fall. Also Namen von Aachen, die auf jeden Fall dabei sind und solche Sachen. Plagenbringer. Genau, ein großes leeres Blatt und darauf steht Plagenbringer. Also mit wenn Siegefechte zählen, habe ich 17 Punkte. Also die Berichte, die in den letzten vor allem Tagen eingetroffen sind, berichten von 200 Schiffen auf Piratenseite, und wenn es bei euch gut läuft, dann hofft ihr so auf die 150, 160, 170 Schiffe.
Okay, wenn ich jetzt vermute zumindest, dass die normalen Piraten sich vermutlich nicht allzu nah an der Plagenbringer aufhalten wollen und vermutlich ja auch nicht direkt nebeneinander fahren, auf wie groß schätze ich denn den Radius ein, auf dem die sich mit Zornerschiffen verteilen werden? Also ich kann dir mal steuern. Unter der Annahme, dass die meisten Piraten keine Paktierer sind, müssen sich zumindest auf Flaggendistanz voneinander halten. Genau, also Flaggendistanz, du kannst ganz grob 30 Meilen mit Fernrohr im Mast sehen, aber das ist nicht so das, was Flaggenreichweite ist. Da gehst du eher dann auf 5 Meilen, dann kannst du mit Flaggen ordentlich kommunizieren und wenn du so auf 200 Meter bist, dann kannst du auch mit Rufhörnern oder sowas agieren. Kanonendampf und Pulverlärm und was nicht alles, wird das natürlich auch wieder schwierig. Das kommt ein bisschen drauf an. Also du hast jetzt hier unten hast du deine Formation mit deinen Schiffen. Das ist schon ein riesiges Areal, was du mit wenigen Schiffen abbilden musst. Aber die anderen haben genauso wenig Schiffe. Also das Areal ist einfach gewaltig groß. Nee, meine Frage ist im Prinzip, wie verteilt sind die? Also habe ich die Hoffnung, da einzelne schnell praktisch zu rammeln, zu versenken und versuchen abzuhauen? Oder fahren die so nah aneinander, dass ich, wenn ich ein Schiff ramme, mir im Prinzip direkt drei andere direkt am Bug sitzen habe? Also du wirst irgendwann auf offener See, wirst du die ersten paar Flaggen am Horizont sehen. So, dann wird es gemeldet und dann hast du vor dir meinetwegen eine Kette. Und die Kette ist relativ lang gezogen, du fährst aber selber mit einer kleinen Kette dann auf die zu. Und wenn das dann größer und größer wirst, dann wirst du irgendwie ja sehen, okay, du hast ein schweres, großes Kriegsschiff vor dir und im Umkreis von, sag ich mal, 400 Meter hast du nichts. Oder aber du hast drei schnelle Schiffe, die dann gemeinsam als Verbund arbeiten. Da kannst du ein kleines Schiff, das kannst du natürlich aus dem Weg rammen oder versuchen, aber die sind dann auch sehr wendig und dann kannst du versuchen, oder die können versuchen, dich zu umgehen und dich dann von der Seite zu behaken. Wenn die als Dreierverbund arbeiten, können die natürlich auch wesentlich gemeiner mit Kanonen auf dich schießen. Ein großes einzelnes Flaggschiff, wenn sich das dann irgendwie bugseitig oder so zu dir randreht und dir dann eine ganze Breitseite gibt, dann können halt auch deine Segel einreißen. Da kann eine ganze Menge passieren. Du kannst aber genauso mit deinem Verbund bleiben, kannst sagen, okay, neben der Avianda möchte ich selber zwei kleine Talucken haben oder eine große Zedrake. Da kannst du ja selber überlegen, nach welcher Art und Weise du arbeiten möchtest. Würde ich nicht, denn wir mit der Avianda sind sowohl gegen den Wind als auch vor dem Wind schneller und wendiger als jedes einzelne Piratenschiff. Man könnte eine Lok-Taktik anwenden, indem man sozusagen zwei Schiffe vorschickt und probiert einzelne Schiffe herauszulocken aus diesem Verbund halt irgendwo. Also was du hast hier, das sind diese kleinen Jäger, sag ich mal. Das sind so kleine Talucken oder, naja, die Lorchas nicht, aber so die Talucken. Das sind zweimastige, vielleicht sogar mal dreimastige, aber ich gehe jetzt mal auf die Zweimaster. Die sind klein, schnell und wendig. Die werden niemals alleine fahren, die werden immer im Dreier- oder Viererverbund fahren und die werden dich dann mit Nadelstichen piesacken. Und dann hast du halt so eine riesigen, großen Kriegsschiffe. Das ist eine Seeadler von Beilung, die sucht sich selber ein anderes Kriegsschiff und dann versuchen die durch geschickte Segelmanöver vor dem Wind, hinter dem Wind, versuchen die dann so mit Schnelligkeit und auch mit Rudern Fahrt aufzunehmen und sich dann zu rammen. So, und dann kämpft meinetwegen eine Biräme gegen andere Biräme oder eine Trireme gegen eine Trireme und in zwischendrin fahren dann die ganze Zeit die Talucken und Piesacken und ärgern und schießen. Und fahren weiter. Also du triffst sie nicht. Mein Plan ist halt im Prinzip, wir sind schneller als die wieder. Wir sind nicht nur schneller. Wir haben sowohl auf der Breitseite als auch in der Verfolgung mehr Feuerkraft. Genau. Mein Plan ist halt, da reinzufahren, schneller als die zu sein, die abzuschießen und die so lange zu nerven, bis die den natürlichen Schritt machen werden, die Schiffe zu rufen, die noch schneller sind als wir. Das wird die nächste Dämonenarche sein, die ranholen können. Dann will ich abhauen von der Dämonenarche, dann das Effort-Artefakt zünden, dann vielleicht noch eine Ignisfero-Bombe von Abelmir in die Mitte schmeißen, dann Dingstürm, Frigifaxus-Bombe, wie auch immer, und dann da Dingstürm und die alle umbringen. Ich möchte halt im Prinzip da reinfahren, ein, zwei kleine Schiffe versenken, die werden sich ja nicht auf ewig von mir aus der Ferne beschießen lassen, weil die wollen ja auch nicht sterben. Nee, die kleinen Schiffe wollen vor allem schnell an euch ran. Ja, genau, aber wir sind ja schneller als die. Also die werden ja auch merken, okay, ich ja nur ins Gesicht. Die werden dann natürlich, schätze ich, Unterstützung rufen. Und mein Plan ist im Prinzip, so eine Dämonenarche aus dem Verbund rauszulocken.
jetzt, was sagt mir denn meine Kriegskunst? Ist es ein möglicher Plan? Ist klar. Halte ich das nicht für klar. Möglich? Aber also du hast natürlich auch in deinem Verbund hast du eine Menge Schiffe, die sowas können. Aber du kannst dir sehr sicher sein, alleine durch euren Ruf als Heptarchentöter, ihr werdet ein ganz großes Ausrufezeichen über euch haben, sowohl auch die Seeadler von Beilung, weil die prestigeträchtig ist, als auch die Flaggschiffe der Prinz Amerit von Aranien. Genau. Die grüne Manadi von Kunthium und auch die Alanfana. Vielleicht die Paliganer Kriegsschiffe. Vielleicht lassen sie die aber auch komplett weg. Vielleicht gehen sie dann auf die Ramsporn, auf die Bestariel. Das ist halt. All diejenigen, die Anführer sind, haben ein großes Ausrufezeichen und die Archen werden explizit auch nach euch greifen und suchen. Aber also, genau das ist ja, also im Prinzip ist ja genau das mein Plan. Ich möchte groß die Flagge hissen, sagen, hier sind wir, dann möchte ich auf die schießen, damit die auf gut Deutsch sauer werden und uns jagen und dann möchte ich die Arche töten. Ja. Also ich kann hier gerade nochmal die nächste Knochenotter heranziehen im Vergleich. Größe Knochenotter zu Avianas Rettung. Das ist der Größenvergleich. Die darf euch niemals. Die Knochenotter kann ich nicht sehen. Ich nehme an, die hast du noch nicht. Aha. Die darf euch niemals von vorne erwischen, weil die macht einmal den Mund auf und dann seid ihr im Prinzip gefressen, sag ich mal so. Zusätzlich auch mit den Armen, die sie auch benutzen kann, wenn sie nicht ganz so schwer ist, dann zieht sie sich ran, dreht euch, drückt euch unter Wasser. Also die Dämonenarchen sind nicht zu unterschätzen. Da müsst ihr eigentlich auf Abstand bleiben. Dass ihr das Effarthorn halt bei euch habt, ist ein großer Vorteil. Auf genau die Situation sollten wir uns vorbereiten. Naja, also Kapitana, ich habe mir das Ganze überlegt. Wir fahren daran. Die werden im Verbund fahren, vielleicht die schnellen Schiffe außen, deren schweren Kähne in der Mitte. Wir schießen ein oder zwei von denen sturmreif und ziehen ab. Spätestens wenn die eure Flagge sehen, dann werden wir die erste Dämonenarche am Arsch haben, wie man so schön sagt. Die locken wir ein bisschen raus. Und dann entweder mit Abelmir, Sipetilius Hilfe oder mit dem Horn. Schalten wir sie aus, ich und meine Männer stürmen das Ding, wir töten das Herz und dann hauen wir ab. Weil wenn die ganzen Dämonenarchen auf dem Haufen sind, dann sieht's ganz düster für uns aus, da bin ich ganz ehrlich. Das ist ein kluger Plan, solange sie uns nur eine Arche nachschicken. Naja, ich vermute, die werden ihre Archen ein wenig verteilt haben innerhalb der Flotte. Ja, und das ist auf jeden Fall besser, einzelne Archen oder auch nur eine Arche schon im Vorfeld auszuschalten, denn am Ende werden wir doch auf sie alle treffen. Der Plan basiert auf zwei Überlegungen. Zum einen, dass wir es wirklich nur mit einer Arche zu tun bekommen und dass wir diese schnell genug bezwingen, bevor eine weitere das Scharmützel betreten kann. Das Elfarthorn würde mehr als eine Arche außer Gefecht setzen. Möglicherweise deckt sich auch mit den Berichten, die wir haben. Nur nicht zugegeben, es wurde niemals gegen mehr als eine Arche eingesetzt, aber nach allem, was wir Abelmir zumindest überliefert hat, war es nicht so, als würde das Horn gegen ein spezielles Ziel gerichtet werden, sondern mehr gegen alles in Hörweite. Naja, ich gebe zu, die ganze Aktion ist hochriskant, aber wenn die Archen erstmal gesammelt hier ankommen, dann bin ich ganz ehrlich, sieht es sehr düster für uns aus. Deutlich düsterer als da. Wir könnten in eine Situation kommen, wo wir von mehreren Archen verfolgt werden, aber wir können mehrere Archen mit dem Effarthorn lahmlegen und dann können wir entscheiden, ob es angebracht ist, die Flucht anzutreten oder ob wir eine der Archen aus dem Spiel nehmen können. Und dann sind wir uns ja alle einig. Naja, Sepentilio, ich nehme an, ihr habt einige gar finstere Machenschaften vor, die uns unterstützen, deren genauen Inhalt ich aber nicht wissen möchte. Refim, ihr verwundet mich. Aber ja. Abelmir, hast du auch irgendwas
gebastelt, wie du es so immer schön nennst. Nun, wir wissen ja, dass die Archen sehr anfällig gegen das Element des Eises sind. Ich könnte einige Artefakte, ich will nicht Artefakte sagen, einige Dinge basteln, die die Archen schaden würden, ja? Ja, ich denke, Eis wird hier der Schlüssel sein, denn das Horn tötet die Archen leider nicht. Ich überlege gerade, wie mein Stillstandszauber dann mit den Archen agiert. Der ist ja auch im Kern ein Eiszauber. Er verlangsamt sie nur, die Zeit um mich herum. Nein, ja, gewissermaßen schon. Nein, ich meinte, inwiefern er die Archen dann verlangsamt, denn... Nun, die richtet keinen Schaden aus, nicht wahr, dieser Zauber? Naja, aber das würde ja sehr gut zu unserem Plan passen, Boltax. Wir wollen schnell hart reingehen und dann auch schnell wieder verschwinden. Ich will ja nicht die ganze Arche einnehmen. Ich will da reingehen, das Herz töten und wieder verschwinden. Wenn du ihre Krakonie oder was auch immer da rumkriechen wird, auch nur verlangsamst, das reicht ja völlig. Nun, der Zauber hat keine große Reichweite. Das wollte ich nur im Bezug darauf sagen. Ich meinte, wenn man ihn vielleicht aufs Herz applizieren könnte. Naja, was hältet ihr denn von dem Weg zum Herzen? Am Herzen wird sich bestimmt wieder ein Dämon oder ähnliches befinden, dem wir erstmal das Leben aushauchen müssen. Ich sehe die Problematik darin, dass dieser Zauber uns auch verlangsamt. In der Tat. Das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Naja, könnt ihr den Zauber nicht wieder fallen lassen? Nun, ab dem Moment, wo er fällt, ist nichts mehr verlangsamt. Deshalb, es macht nur wenig Sinn. Naja, was ich dachte ist, wir stürmen in die Herzkammer. Währenddessen haben wir bestimmt noch nicht die ganze Arche erobert. Also legt ihr hinter uns diesen Verlangsamungszauber. Wir töten das Herz. Und dann hoffen wir, dass uns in der Zeit niemand in den Rücken fällt. Jeder müsste allerdings betrachten, dass die Wege und Durchgänge einer Dämonenarche nicht nur unbekannt, sondern auch sehr wandelbar sein mögen. Nach allem, was wir hören, sind sie in der Lage, in kurzer Zeit neue Gänge oder gar Räume auszubilden. Naja, aber ich denke, das Horn macht die Archen ohnmächtig, richtig? In der Tat. Nun, aber dann würde ich trotzdem eher, ich weiß nicht, eine Wand hinter uns hochziehen. Wie du möchtest, Boltax. Du weißt das besser als ich. Was passiert eigentlich dann? Ich meine, wenn die Arche, wenn das Herz durchstoßen ist und die Arche stirbt, was passiert mit einer sterbenden Arche? Ihr habt es doch schon einige Male getan. Nun, da Dämonenarchen im Gegensatz zu vielen ihrer siebsphärischen Genossen stärker in unserer Sphäre manifestiert sind als ihre eigentliche Essenz ist, vermuten lassen würde, größtenteils durch den Verzehr von drittsphärischen Essenz, die sie dann in ihre eigene Matrix einweben. Ihr habt sicherlich von mir gehört, wie sie andere Schiffe fressen, um sich damit selbst zu erweitern. Müssen wir nicht damit rechnen, dass ein solches Konstrukt innerhalb von kurzer Zeit in sich zusammenfällt und zu nichts als Staub, Schwefel und unter den Umständen zurückbleibender Materie wird. Vielmehr werden wir am Ende wie die Schale eines toten Käfers haben, ein Außenskelett, das sämtlicher lebender Innenmaterie beraubt ist. Hier werden immer noch dieselben Räume, Durchgänge und das Deck und die eigene Form haben, aber keine der Lebewesen mehr, die Adern werden alle tot sein und keine der Türen, wenn man sie so nennen darf, wird irgendeine Art von Funktion haben. Außerdem müsste sukzessive ein degenerativer Verfallprozess einsetzen, oder? Dies kommt auf die Generation der Arche und ihre Einzelkomponenten an. Bei älteren Generationen, wie der Plagenbringer zum Beispiel, wahrscheinlich bei jüngeren, wie beispielsweise der Fragens auf Boransdorn ist dritte Generation, oder? Boah. Egal. Wie zum Beispiel der von Albemir hier, den Asagina Imperiala, ist es mehr, dass ihr dann einfach ein Stück Totholz habt. Je nach Konstruktionsweise der Arche kann es allerdings sein, dass besagtes Stück Totholz sehr rapide sinkt. Ich habe mir auf einigen Diagrammen zeigen lassen, dass diese gerne sehr weiträumig offene Unterseebereiche haben. Ebenso sehr gern weiträumig und teuer mit diversen Dingen beladen sind, die hier eigentlich einer Schwimmfähigkeit zuwiderhandeln würden. Boranstorn ist zweite Generation, wie die Gezeitenspinne auch. Oder die Goldmonkterrandel. Okay.
Warte, ja. Zählt Plagenbringer als Erste oder als Nullte? Stammgeneration, also Nullte. Okay. Die erste Generation sind die Hornlibelle, Wogenrache, schwarze Borkenkäfer, Knochenottern, Galeerenbrecher, Wurzelkaiserin. Davon habt ihr einige schon kaputt gemacht oder waren bereits im Laufe der G7, wurden die zerstört. Ja, ich meine, wenn die Hornlibelle sich zeigt, sollte. Sind wir eh gekniffen, aber damit gehen wir um, wenn es soweit ist. Genau, was das macht ist die Hornlibelle, die fliegt. Die ist aber auch nicht bekannt. Ja, sorry, pass auf, die Hornlibelle wurde geschaffen und ist dann in den Sonnenuntergang geflogen und kam nie wieder. Das laubgeflügelte okay. Monstrum, genau. Das wird von einem Torwaler beherrscht, wurde aber auch noch nie offiziell richtig gesehen. Es gibt keine KGA-Klassifizierung. Die ist einfach irgendwo im Norden irgendwo neben Torwal im Nebel verschwunden und macht da nichts. Also von der weiß auch keiner irgendwas, weil... Genau. Alles klar, gut. So, wir rechnen jetzt nicht damit, dass die auftaucht. Nur, du kennst mich, ich bin paranoia Bastard. Wenn sie das tut, haben wir Möglichkeiten. Naja, also die Beine von einer Dämonenarche sind ja immer ein ganzes Stück überm Wasser. Hat jemand einen guten Vorschlag, wie wir da schnell hochkommen? Hey, so wie ich das sehe, wäre ein entsprechender Eiszauber vermutlich ausreichend, um ein Loch in die Bordwand zu brennen, um sich dorthin Eingang zu verschaffen. Ich würde euch ebenfalls ersparen, euch über das gesamte Deck kämpfen zu müssen. Das ist richtig. Abgesehen davon sind die Bordwände der Aviander hoch genug, dass ihr vermutlich mittels Planken und Haken hinaufkommen könntet. Ich kann eure Kletterkünste nicht hinreichend einschätzen. Ebenso ist mir die exakte Höhe der Goldmorgen-Tarantel nicht bekannt. Auf die Knochenotter müsstet ihr vermutlich herunterspringen. Also die Goldmorgen-Tarantel ist jetzt ein Sonderfall, weil die meistens unter der Oberfläche geht und starkst. Die Knochenotter ist auch ein Spezialfall, aber die Gezeitenspinne hatte ja das große Problem, dass sie auf den Füßen noch gelaufen ist. Und da musstest du erstmal die Füße hochklettern, bis du dann an den Rumpf überhaupt gelangen konntest. Das macht sie einfach so unglaublich gefährlich, dass du von Kanonen, von Rotzen beschossen wirst und erst wenn es zu spät ist, senkt sich dann der Rumpf ab und das Maul stößt nach unten. So eine Dämonenarchen sind normalerweise fast unverwundbar. Und wenn die schwimmt und nicht auf den Beinen läuft, dann hat sie eben noch zusätzlich ihre Arme, ihre Spinnenarme beziehungsweise Beine, mit denen sie dann nach dir hauen und schlagen kann. Ja, aber wir rechnen damit, dass sie über sämtliche dieser Fähigkeiten nicht mehr verfügt, da wir sie zu diesem Zeitpunkt mit dem Mehrfahrzonenlarm gelegt haben. Ja, genau. So, und das letzte Mal, als die Gezeitenspinne ähnliche Dämonenleiche in das Effershorn begegnet ist, lag sie danach flach auf dem Wasser mit dem Rumpf. Ja. Und von da aus orientieren wir uns erstmal. Und ich glaube dann ist die, weil die Aviander ist auch ziemlich hoch, zumindest auf dem vorderen Achterkastell, der hat auch 4 Decks dann. Mhm. Da lässt sich vermutlich relativ okay hochkommen. Oder halt wie gesagt, einfach durch die Bordwand. Zur Not machst du Enterseile an deinem Mast klar und damit könntest du dann ja auch auf verschiedenen Höhen abspringen. Zum Beispiel. Aber wie gesagt, denn wie heißt die Alanfana-Magierin noch gleich? Paligan. Danke. Hat sich ja auch sehr effektiv durch die Wurzelkaiserin damals gebrannt. Und keine der vorhandenen Dämonenleichen ist größer als die Wurzelkaiserin. Vielleicht die Goldmorgen-Tarantel ein bisschen, aber ein bisschen ist nicht genug, um irgendwie signifikant dickere Wände zu haben, denke ich. Wir werden es doch jetzt gleich sehen. Genau. Die Zeit vergeht weiter. Aus dem 8. Fex wird der 15. Fex. Ihr arbeitet, ihr diskutiert und es ist nicht genug Zeit. Zulamin, eine Woche Zeit. Was tust du? Ich denke, Zulamin wird alle Hände voll damit zu tun haben, diese ganzen verschiedenen Leute, die sich eigentlich nicht besonders gut leiden können, zusammenzuhalten. Aber sie möchte auch ein wenig Zeit auf Efanora ni Inverek verwenden. Ja. Denn ich habe eine Liturgie, die Geisteskrankheit heilt und vielleicht ist für sie ja noch nicht alles zu spät. Ausgezeichnet, eine weitere Erferdi in eurem Repertoire. Ja, also das erfordert längere Gespräche und gemeinsames Beten, aber das ist auf jeden Fall was, wo Zulamin sich noch drum kümmert. Ausgezeichnet, ja, super. Hast ja jetzt auch, wie gesagt, nicht nur eine Woche, sondern dann auch die nächsten Monate Zeit, aber in der Hoffnung, dass euch dann eine Eferdi von höherem Range zu eurer Verfügung steht.
Genau, erstmal helfen und das ist dann ihre Entscheidung, ob sie sich vielleicht eines der Schiffe annimmt, die noch keine eigene Eferdi haben, oder wenn sie ihrer Wege gehen will, dann würde Zulamin sie auch nicht aufhalten. Ja, höchstwahrscheinlich wird sie als Eferdi, wenn sie dann geistgeheilt ist, auch bleiben. Abelmir, du hast ja gar keine Belagerungswaffen. Müsstest dann mich mit Mechanik abkämpfen. Ja, Mechanik, ne? Genau. Ja. Mechanik mit der Baukunst hat dann genau gemacht, glaube ich. Ja, vor allem Mechanik. Du kannst mir mal die erste plus 10 Probe geben und dann anfangen, das Holz so weiter zu verarbeiten. Das muss noch nicht transportiert werden, aber Zeichnungen, die du anfertigen musst, die richtigen Torsionskräfte zum Aufspannen. Wenn du einen Ogerlöffel bedienen willst, das ist das was anderes als eine Armbrust zu bauen oder eine kleine Bela. Und dementsprechend kostet dich das dann auch so das ein oder andere an Physikkenntnissen, um dann weiter abzutauchen. Bedenke, je nachdem wie groß du das machen willst, lässt sich das auch auf Schiffen montieren. Ja, so ein Ogerlöffel ist sehr, sehr groß. Die kannst du nicht auf dem Schiff montieren, also nicht auf normalen Schiffen. Ich hatte mir schon liegt sowas auf diesem Zwergschiff zu montieren, aber ich glaube, die haben ja keine Segel in dem Sinne. Da also kleine bauen. Zyklopen ließen sich beispielsweise noch auf Schiffen abfeuern. Ein kleiner Zyklop lässt sich an einem Schiff abfeuern, das entsprechende Deckfläche hat, wo sie nicht in den Weg kommt. Also, und du kriegst das auf nichts außer einer Galeere. Und also, genau, die Seeadler hatten Bock drauf. Richtig, die Seeadler hatten Bock und das ist das Maximum. Und dafür mussten sie schon ihren kleineren Vordermast absägen. Ich dachte richtig. Mir an das Zwergenschiff, das hat ja keine Segel in dem Sinne, keine Masten. Ja, das ist noch das Sinnvollste. Das Problem ist, das Zwergenschiff ist so langsam, dann kommt die Goldmorgen Tarantel, macht Haps und dann sind wir los. Ja, das ist ja nicht euer Problem. Zur Verteidigung, wenn sie sich verteidigen wollen. Also. Ja, also so ein Artilleriegeschütz muss ja auch nicht schnell sein, solange einfach nur funktioniert. Zumal du halt mit dieser Art von ballistischen Waffen nichts triffst. Aber das ist eine andere Sache. Ich glaube, die Regeln sind da etwas nachgiebiger als die Physik es wäre. So, ignorieren wir das als Erste. Ja, zumindest kann sich Abel mir weiter an die Planung von den Torsionsspanngeräten machen und Boltax plant die Hochzeit weiter. Genau, Raffin, außerdem ja? Lege ich noch, also ich lege jetzt mal meinen Stab neu. Ich mache ein paar Zauber rein. Fängst also schon an mit der Planung für die Schlacht? Naja, es kann ja noch davor Scharmützel geben und mein Stab ist bis auf eine Kammer fast, also ich habe 5 Kammern und bis auf eine ist der leer und deshalb lege ich halt jetzt neue Zauber rein. Zweimal der Paralys, jeweils mit einer plus 16er Erschwernis, also würde gerne gegen eine 16er MR mit beiden angehen können. Gucken wir mal, der erste ist gelungen. 16er MR, alles klar. Und der zweite ist auch gelungen. Und das mache ich in dieser Woche noch und dann noch eine Wand aus Erz. Hat Raffim noch was vor? Ich möchte es Boltax sehr ähnlich tun und 2 Liturgien einspeichern. In deine Rüstung? Genau. Und was ist denn meine Schätzung? Wann könnten wir denn mal auf meinen Ausflug fahren? Also auf diese... Ich sag mal, auf diese Offensivaktion, weil umso früher wir das machen, umso besser ist es ja auch vermutlich für uns. Du möchtest an Asseln vorbei oder wohin? Ich möchte, also meine Vermutung ist ja auch, wir müssen die erstmal finden und dann dauert es ja auch ein bisschen, bis ich da eine gute Gelegenheit finde, ja. Vermute ich. Ich würde dich unterstützen, indem ich Kapok beauftrage. Und zwar, wir haben ja das Datum, wann sie Senuda erwischt haben und wann es Talusa erwischt hat, so um ihre Geschwindigkeit zu berechnen und zu schauen, wann sie wo sind.